Ja, hallihallo. Wunderschönes Wetter, die Akkus sind voll. Ja, heute geht's um die gute Eiche. Ja, wir machen da draus, schauen wir mal dahin. Ja, vierer Bohlen soll es geben. Wir wollen ja nun, der Plan ist zumindest, unser aktueller Badezubehör, der ist auch schon mittlerweile 8 Jahre. Und ich will ja zum Herbst hin noch mal einbauen. Dafür nehmen wir diesmal Eiche, die ist, denke ich mal, haltbarer, weil der für eine Fichte. Der tripst jetzt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er schon unschwer undicht ist, aber ja. Deswegen sägen wir heute vierer Bohlen oder viereinhalb, ein bisschen mehr als vier, sage ich mal. Weil die sind meistens so aus 40er Bohlen gemacht und haben ein bisschen Interferenz mit Schleifen und Hobeln. Weil ich denke mal, so über die werden sie schon ein bisschen verziehen eventuell. Ja, wir schauen einfach mal. Also packen wir uns den ersten Klotz auf das Tableau. Ja, der ist. Ja, gehen wir messen. Gucken wir mal. Ja gut, hier unten hat er ja, 50. Und gucken wir mal, ob er so weit geht. Da geht er so weit rum. Ne, so weit geht er nicht rum. So weit geht er nicht rum, also muss ich euch mitholen. Ja, und auf der anderen Seite, ja, haben wir 40. Ja, der Kopf unten ist ziemlich wuggelig. Ja, wir packen ihn drauf und haben dann noch zwei. Die sägen wir auch. Die sind zwar nicht so groß. Und eventuell, da sind noch die anderen zwei. War ein Baum, der ist umgefallen vom Wind. Jo. Kommt dann halt jetzt. Wird aufgesägt. Ja, hier bei dem müssen wir mit Dreck aufpassen. Und hier bin ich mal gespannt, bei dem, wie das hier mit den, wo früher mal Äste waren, wo das schon so verwachsen ist, wie das aussieht in der Bohle dann später. Der ist auch ziemlich krumm. Aber hier die anderen zwei Stücke sind schon gut. Da kommt bestimmt schon mal raus. Ja, packen wir mal drauf, das gute Stück. Müssen wir überlegen, wie man am besten hinstellen. Oder hinlegen. Da müssen wir noch ein neues Band drauf machen. Ja, das Hindrehen mache ich meistens immer so ein bisschen aus dem Bauchgefühl. Oder oh, wie ich denke, wie das am besten sein könnte. Drehe ich meistens so ein bisschen hin. Ich würde schon sagen, nämlich so die Richtung wäre schon ganz gut. Da unten müssen wir ein bisschen was drunter tun. So von der anderen Seite gucken gehen. Oder doch lieber flach. Naja, wir lassen dann so hochkant sozusagen. Packen wir hier mal noch den Keil drunter. Mal genug Licht, noch schwer am Arbeiten oder was? Verleber. Da liegt eine Luft. Boah, ist der schwer. Junge, ne. Darüber geschoben. Nicht so weit, sonst kommen wir nicht mehr vorbei. So, lieber ein bisschen Luft, tun noch was dazwischen. Dann nehmen wir dann noch mal so einen Knick. So, jetzt hat er da ein bisschen Halt. Oh, sitzt da eine schöne dicke Spinne. Eigentlich war das stumpf. Wir machen ein neues drauf. Aber muss man hochfahren. Thank you.
immer gut Handschuhe. Ich kann euch schon mal hier ein bisschen hier rüberholen, oder? So, das ist die erste Arbeit, wo auch der Holzmischleifel Handschuhe anzieht. Ich habe mir nämlich schon mal böse eingegeben. Und wenn du so ein scharfes Zahn in den Fingern hast, das kommt nicht gut. So, jetzt machen wir das andere gerade noch zusammen. Ja, eins habe ich noch, ein einziges Band. Da ist nächstes schlechte Wetter. Muss auf jeden Fall genutzt werden, für Bänder zu schärfen. Deswegen jo, können wir nochmal ein Video zum Bänderschärfen machen. Oder wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es ja oben mal verlinken, wie ich das selber mache. Irgendwie da oben links oder rechts in der Ecke, wie es am besten rauskommt. Ja, Strom haben wir auf jeden Fall auch genug. PV brummt, Akku war eben, glaube ich, bei 98%. Ich packe euch, mach mal gerade einen Screenshot mit dem Handy, wie es aktuell aussieht. Als App nutzen wir ja da die Solarassistent-App. Die ist eigentlich super. Sekundengenau und mit einem Raspberry Pi verbunden. Komm. Problem ist unser schnelles Internet in Deutschland. Ja, geht ja schon wieder gut hier. Perfekte Mo, würde ich sagen. Ah, jetzt kommt er so langsam. So, 98% Akku. So, 98% Akku. 10 kW Licht an von PV. So. Sollte das Sägen auf jeden Fall für lau sein. Deswegen ja auch der große Akku und die große PV mittlerweile und halt der große Wechselrichter, der DAI. Der tut sein restliches Gutes dazu. Oh, so. Sieht alles schön aus, schick, schick. Spannung drauf, nicht ganz so viel, weil das Band kalt war. Ich denke, das wird im Laufe des Sägens nämlich noch strammer, muss man auf jeden Fall mal zwischendurch kontrollieren. So, das. Hatte ich jetzt einen Screenshot gemacht? Ich glaube. Mach mal lieber noch einen. So, Handschuhe wieder ordentlich wegräumen, damit ich weiß, wo sie sind beim nächsten Mal. Ja, und dann kann es schon losgehen. Ja, einfache 45er Bohlen, würde ich mir sagen. Mach mal raus. Jo, also, Absaugung an. Kamera positionieren, Feuer frei, oder wie sagt man so schön? Ja, Absaugung, Kopfhörer. Heute habe ich es noch besser hingelegt. Also sie liegt zumindest mal nicht so unterfüllt. Weg. Ist schon geil. Ist schon. Aber da sieht man doch, wie hart Eiche ist, wenn man sieht, was das für Riffen hier reinmacht. Trotz dass das Band nagelneu ist. Aber
Ja, wenn man so die Kamera das einfängt. Ich glaube, da kann ich überhaupt verstehen mit der Absaugung im Hintergrund an. Ja, wir drehen dann einmal rum und dann geht's weiter. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist nämlich bestimmt schwer. Social Media Kanäle hier, Instagram natürlich. Packen wir ein, zwei weg und schauen wir noch mal, wie gut sie aussehen. Und ich stehe direkt auf die Stapel ab. Packe. Das müssen wir gleich dreimal abpacken. Funktioniert. Hat funktioniert. Jo, 3 Meter Eiche ist doch ganz schön schwer. Jo. Aber jo, sieht fast astfrei, würde ich sagen. Oder so ein kleines bisschen. Jo, wir machen uns jetzt da ein paar Stapelleisten drunter. Ich muss atmen. Ja, aber schon hat gut funktioniert. Aber ist schon
bisschen hier rüffelig, aber ja, wir machen. Mal gucken, wie der zweite wird. Also packen wir das mal ordentlich weg. Sind wir gerade gucken. Ich habe glaube ich keine Stapelleisten mehr. Dann müssen wir das mal Stapelleisten machen. Ja, wie es so schön ist. Ja, keine Stapelleisten mehr. Ja, ich habe gerade mal einfach hier zwei, drei normale Bretter geholt. Da machen wir jetzt flott welche raus. Ja, große Tischreissäge hier Format. Dann geht das super. Muss ich natürlich erstmal aufräumen gerade. Hallo. Ja, so, wir haben einen Haufen fertig gesägt. Ich habe jetzt noch kein Video gemacht, für sofort wieder irgendwelche Kommentare gefunden. Blablabla, Finger und Säge. Ja, so, so schnell geht es. Ich hoffe, die reichen alle für die drei Eichen. Für die drei Eichen. Jo. Massenschwung hat, läuft noch. Jo, jetzt geht es wieder raus, aufstapeln. Machen wir es im nächsten. Den nächsten. So. Schön aufgestapelt. So. Jetzt sind wir gleich mal an Seite. Und dann holen wir uns den nächsten. Ja, machen da dann auch genauso diese 4,5 Bohlen. Sollte ja irgendwie. Ja, haben wir gut. Ich glaube, wenn wir das Messer hier dann blendet die Sonne nicht so. Ja, hier unten kann man gut sehen. Jo, 4,5 ist rausgekommen. Ja, das sind natürlich die besten. Schöne stehende Jahresringe. Stehende Jahresringe. Das kannst du nicht brauchen, aber da sind schöne stehende Jahresringe. Ja, wir haben den nächsten. Ich habe ihn jetzt so rumgedreht, weil unten ist er dreckig vom Brücken. Hier geht es. Also hier die Seite. Ja, hat oben so ein bisschen einen Knick. Wenn ich richtig gesehen habe, waren wir jetzt genug, gut 12 Minuten und jo, die Eiche hier ist schon wieder klein. So, hier sieht man jetzt doch, dass sie ein bisschen mehr Äste hat, aber sieht auch cool aus. Jo, schöne Optik. So, auf den letzten und dann haben wir sie schon alle drei klein. So schnell hat man aus einem Baum, sage ich mal, schöne 4,5 Bohlen gemacht. Ich denke mal eine gute halbe Stunde. Habe jetzt auch mal gerade so beim Sägen ein bisschen gefilmt, was der Stromverbrauch ist. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, geht dann doch ganz schön rauf, bis auf 10 kW. Also feuert schon ordentlich das Ding hier. So, dann holen wir mal den letzten Stamm. Gucken wir mal, ja, der kommt mal weg. So.
ne? Hier. Er hat halt schon so richtig viele Beulen. Ich habe auch wieder vergessen, die Dinger hochzumachen. So, soll's gehen. Runter damit. Ein Stück. Da vorne. Hauptsache, wir kriegen die Gabel wieder raus. Ich denke, man versteht nicht innen, weil der Schlafplatz so laut ist. Nix. Wollte ich gerade sagen, wir müssen einmal absteigen. So. So, dann parken wir den Stapel hier. Holen wir mal die Drohne wieder runter. Dann legen wir den auch schön klein. Looks like amazing. Ja, das ist schön. Das hilft nix. Das ist so geil. Ich hoffe, das geht man. Hier mit dem Ast. Hier, wo der andere Ast ist. Geil. Hier. Hier. Und da ist auch einer. Ja, müssen wir noch einmal 2,5 runter oder so. Ich mache jetzt immer so 2,5-3er Bohlen. Die kann man einfach für irgendwelche Deko-Sachen nehmen. Geht geil. So, Wasser aus. Mal zurück. Das gute Finish. Da kommt ihr hier schön auf die Säge. Da ist das schön hochgemacht. Machen wir mal die Bläser aus. Ja, ich glaube, man hat einfach so. Boah, sind die Schlösser schwer, sind die schon wieder schwer. Ach, den drehen wir einmal um. So. Ist eine schöne ordentliche Sammlung zusammengekommen. Muss man mal ausrechnen, ob das jetzt schon theoretisch reicht, für einen Zuber zu bauen. Also ein Tauchbecken muss ja nicht ganz so groß werden wie der Badezuber. Das erste Projekt ist so ein Tauchbecken und dann schauen wir mal. Ja, hier sind auch noch zwei schöne Bohlen. Ja, mega Optik. Aber Optik ist eigentlich egal, Hauptsache das haltbar und Eiche ist ja super rustikal. Ja, die Sonne scheint mir in die Sicht, ja. Ich bin froh, wenn jetzt wieder ein bisschen wärmer wird. Ja, in diesem Sinne, das war es dann auch für das Video. Hier draußen entsteht dann zum Herbst hin ein cooler Badezuber, also am besten den Kanal abonnieren.
Dann seht ihr, wie man ein Badezuber oder so ein Tauchbecken baut für eine Sauna. Kann man ja nennen, wie man will. Also der erste Plan ist auf jeden Fall ein Tauchbecken für die Sauna, weil der fehlt uns noch. Und dann schauen wir mal weiter, was wir sonst noch so Schönes bauen als nächstes. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende noch, Restwochenende. Video kommt am Sonntag, wie immer. Und genießt das gute Wetter.